Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier aus Doktorchens Keller. Wie schon angekündigt, wird es jetzt in dieser und auch den nächsten Folgen um die TD3 gehen. Im letzten Video habe ich ja schon ein paar Sachen zur Geschichte der originalen 303 erzählt. Heute schauen wir uns zum einen ein paar technische Aspekte an und zum anderen hören wir auch einfach mal ein bisschen. Deswegen trage ich auch Kopfhörer. An sich, das gilt für sowohl für die TD3 als auch für die originale TB303 von Roland. Es ist ein Synthesizer mit einem Oszillator, der zwei Wellenformen hat. Sehr charakteristisch ist die Filterschaltung, die ich über ein Cutoff als auch Resonanz sowie eine dazugehörige Hüllkurve beeinflussen kann. Die Hüllkurve ist allerdings sehr stark verkürzt. Das sind diese Regler hier oben. Wie gesagt, wir hören es uns auch gleich an. Die TD3, und ich werde ab jetzt vor allem über die reden, denn die meisten Leute werden wahrscheinlich keine originale 303 zu Hause haben. Und selbst wenn, sind die Unterschiede relativ gering. Unterschiede gibt es bei der Anordnung der Elemente, die sind zum Teil ein bisschen unterschiedlich und was die Anschlüsse angeht. Hier hat Behringer bei der TD3 ein bisschen modernisiert, sprich es gibt MIDI über USB als auch über DIN. Die originale 303 hat zwar so eine DIN-Buchse hinten, aber Obacht, das ist DIN-Sync. Wer nicht weiß, was DIN-Sync ist, habe ich schon erklärt, gibt es ein Video unten in der Beschreibung. So, genug gelabert. Lasst uns mal loslegen. So. Das heißt, ich habe jetzt hier einfach mal ein Pattern programmiert und der ganz linke Regler ist Tune, an dem drehe ich jetzt mal nicht, da wird es höher und tiefer. Daneben haben wir Cutoff, der wie zu erwarten den Filter Cutoff öffnet. Resonance ist die Filterresonanz. Typische Acid-Klänge haben eine sehr weit offene Filterresonanz. Envelope und Decay. Solange ich Envelope zulasse, passiert eigentlich so gut wie gar nichts, wenn ich Decay verändere. Wenn ich die Envelope zumische, in Anführungsstrichen. Und dann gibt es noch Accent. Die TD3 hat jetzt dazu noch einen Overdrive. Das ist ein Unterschied zum Original, der hat den nicht, ist aber klassischerweise mit einem Overdrive-Pedal dahinter, einfach so ein Gitarrenpedal, verwendet worden. Ob man den jetzt mag oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich schalte ihn mal mit dazu. Na, ich habe dort einmal so einen Tonregler im Prinzip und dann die Intensität. Ich persönlich finde diesen Overdrive wirklich furchtbar. Ich nutze dafür einen externen Effekt. So, und wenn wir jetzt noch ein bisschen Hall dazu machen, klingt es eigentlich schon mal direkt nach Acid. So, so viel zu der oberen Reihe. Die mittlere bzw. die untere schauen wir uns im nächsten Video an, bzw. in den nächsten zwei Videos. Ich werde mal schauen, wie lang die jeweils werden. Da geht es dann nämlich tatsächlich um den Sequencer, der, wie bereits erwähnt, sehr interessant ist, allerdings für viele so ein bisschen kompliziert zu bedienen. Damit euch das nicht so geht,
zeige ich euch einfach, wie es funktioniert. Wenn man es einmal begriffen hat, ist es eigentlich sehr simpel. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Damit ihr das nicht verpasst, nicht vergessen zu liken, zu abonnieren und natürlich die Glocke zu läuten. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, gehabt euch wohl.